So, Freunde, was geht bei euch? Heute zeige ich euch, ob sich die Rang 20 Waffe beim Medic lohnt. Ja, jede der vier Klassen hat eine Rang 20 Waffe, die man bekommt, wenn man Klassenrang 20 erreicht. Nicht der normale Rang, der Klassenrang. Beim Medic ist es die M1928A1, auch bekannt unter dem Namen Thompson oder Tommy Gun. Ja, Klassenrang 20 zu erreichen geht nicht unbedingt schnell. Es dauert schon etwas und wenn man es dann endlich geschafft hat, wird man mit dem Ding hier belohnt. Und das ist eine der Medic Waffen, die eine sehr hohe Feuerrate haben. 720. Die zweithöchste Feuerrate von allen MPs und allgemein diese Feuerrate spielt bei allen Waffen in Battlefield 5 ganz oben mit. Wenn man so die ersten Runden damit reinspawnt, dann hat man es wirklich noch verdammt schwer. Denn man hat zwar eine Feuerrate von 720, aber die Waffe verzieht schon ordentlich und dazu hat man auch nur ein 20er Magazin. Keine gute Genauigkeit, hohe Feuerrate, kleines Magazin dazu, da muss man sich erstmal durchbeißen. Aber zum Glück an der Stelle dauert das Waffenrang aufleveln absolut nicht lange bei Battlefield 5. Dementsprechend sollte man das Ding relativ schnell auf Rang 4 haben. Rang 4 bedeutet, dass man alle Upgrades auf die Waffe raufpacken kann. Also Zeit dafür, die Waffe endlich besser zu machen. In der ersten Zeile kann man sich dazwischen entscheiden, einmal 15% schnelleren Waffenwechsel und früheres Schießen nach einem Sprint zu bekommen, oder man geht in die Richtung, dass man 33% schneller mit dem Visier zielen kann. Bei MPs an der Stelle nehme ich immer ersteres. Das zweite Upgrade geht auf der rechten Seite weiter, das ist der Lauf mit Mündungsbremse und damit wird der horizontale Rückstoß reduziert. Wegen dem nächsten Upgrade sind wir auch auf die rechte Seite gegangen, denn das ist das erweiterte Magazin. Aus dem 20er Magazin wird ein 50er Trommelmagazin und das ist wirklich Gold wert an der Stelle. Das letzte Upgrade befindet sich wieder auf der linken Seite, das ist der Rückstoßdämpfer. Der Rückstoß deiner Waffe nach oben wird reduziert. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen bei den MPs. Der reduzierte Rückstoß. Denn daraus ziehen die MPs ihre wahre Stärke. Der reduzierte Rückstoß. Das ist so krass, wenn man diese Upgrades raufpackt, wie sich die Waffen denn danach spielen. Die Magazinerweiterung, wie ich schon gesagt, ist Gold wert, 50er Magazin. Man muss kaum noch nachladen. Das ist so das Loadout, was ich spiele und was meiner Meinung nach auch das beste Loadout für diese Waffe ist. Den anderen Weg, den man hätte gehen können, wäre einfach nur Feuerrate erhöhen von 720 auf 900. Das hat es zwar in sich, dafür hat man keine Magazinerweiterung, sondern eine 900er Feuerrate mit 20 Schuss. Und die anderen Upgrades wären einfach nur das Hüftfeuer zu verstärken. Heißt die absolute Hipfire-Gun. Wer das mag, kann das Ding gerne so spielen, aber im Allgemeinen fährt man mit dem erweiterten Magazin und weniger Rückstoß-Setup deutlich besser. Wenn man die Tommy Gun dann so geupgradet hat, dann ist das plötzlich eine ganz neue Welt mit dem Ding. Denn das Teil ist so extrem stark und an der Stelle, ja, es lohnt sich, die Rang 20 Medic-Waffe freizuschalten. Das ist eine der besten, wenn nicht die beste Medic-Waffe. Der Konkurrent wäre hier an der Stelle die Zoomi, die noch eine etwas höhere Feuerrate hat, dagegen aber ein bisschen unpräziser ist. Beide Waffen sind top. Ich könnte mich jetzt an der Stelle auch nicht entscheiden, welche ich davon besser finde oder welche allgemein besser ist. Diese extrem großen Magazine, diese 50er Magazine in Verbindung mit der extrem hohen Feuerrate plus dieser absoluten Präzision, das macht einfach nur super viel Spaß. Es macht Spaß, man ist sehr erfolgreich damit unterwegs. Das Ding lohnt sich wirklich. Wenn man jetzt zu den Schadenswerten kommt. Es gibt momentan leider noch keine offiziellen Schadenswerte. Das ist leider noch nicht draußen. Dementsprechend habe ich mir verschiedene Gameplay-Abschnitte angeguckt in Zeitlupe, wo ich auf verschiedenen Distanzen auf Gegner geschossen habe. Und im Nahkampf ist es so, dass man stabile 25 Schaden macht. Das heißt, 4 Schüsse und der Gegner ist down. Auf mittlerer Distanz, das ist ungefähr die Distanz hier, da kommt es wirklich drauf an, wenn der Gegner so 1-2 Meter näher dran steht, 1-2 Meter weiter weg steht, dann macht man 20 Schaden oder 19 Schaden. Das heißt, 5 Schüsse bis 6 Schüsse hier. Auf ganz weiter Distanz macht man so ungefähr 14 Schaden, aber das sind E-Distanzen, die sind so weit weg, da braucht man mit einer MP nicht schießen, auch nicht unbedingt mit einem Sturmgewehr, das sind dann eher zu weite Distanzen für diese Art von Waffen. Einen großen Vorteil zieht die Tommy Gun eben auch daraus, dass sie so präzise ist und nicht nur im Nahkampf und mittlere Distanz so präzise ist, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Und das führt halt dazu, dass man auf weiterer mittlerer Distanz auch einfach durchzwirbeln kann, trotzdem alles reingeht und das können beispielsweise Sturmgewehre an der Stelle nicht so gut, wenn man das mal im Großen und Ganzen sieht, weil da müssen viele denn schon durchtappen. Dadurch erreichen sie eine deutlich geringere Feuerrate, hauen weniger Schaden raus. Bei der Tommy Gun an der Stelle, man bleibt halt bei der 720er Feuerrate und das ist halt der Vorteil. Wenn man halt trotzdem seine 19, 20 Schaden auf der Distanz raushaut, ab und zu ist noch ein Headshot dabei, das funktioniert schon echt gut. Und auch um an der Stelle mal an meine Konsolenfreunde da draußen zu denken, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Waffe auf PS4 und Xbox One extrem stark ist. Klar, die Statistik auf PC und Konsole sind identisch, aber einfach diese Kombination aus absoluter Präzision, der hohen Feuerrate, dem riesigen Magazin. Ich glaube, das ist eine Waffe, die nicht nur auf dem PC so krass reinböllert, sondern auch vor allem auf den Konsolen die Waffe ist, die man unbedingt beim Medic spielen möchte. Es ist allerdings immer ein bisschen schwer für mich, das einzuschätzen. Dementsprechend, falls ihr die Waffe schon habt und Rang 20 Medic seid und auf den Konsolen spielt, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das Ding da auch so krass ist, ob das da auch so gut liegt, ob man damit so gut klarkommt, wie halt eben auch auf dem PC. Was halt bei der Tommy Gun so extrem krass ist, sind nicht nur die
die Schadenswerte im Nahkampf. Der Nahkampf geht auch wirklich über ein paar Meter noch hinaus. 25, 4 Schüsse, die Gegner werden weggelasert, egal welche Klasse da steht. Aber was hier noch viel besonderer ist, sind diese 19, 20 Schaden auf sogar etwas weiterer, mittlerer Distanz. Das in Verbindung mit dem neuen Heilungssystem, das ist eine Sache, die sehr viele Leute immer vergessen und auch eine Sache, die sehr viel mit zur Balance beiträgt. Der Medic ist halt die einzige Klasse, die dauerhaft automatisch auf 100% geheilt wird und auch die Möglichkeit hat, sich selber die ganze Zeit, wann man möchte, zu heilen. Die anderen Klassen, wenn sie angeschossen wurden, laufen mit 60, 80 HP rum und die können sich auch erst wieder aufheilen, wenn ein Medic so nett ist und ihnen ein Medikit gibt oder wenn sie eben zu einer Sanitätsstation gehen. Und es ist echt krass, wenn man da mal einfach mal drauf achtet. Im normalen Spielen fällt einem das nicht so wirklich auf, aber wenn man da wirklich mal drauf achtet, dann fällt einem auf, wie viele Gegner wirklich mit so 80 HP rumrennen und man selber als Medic ist halt immer auf 100 und das ist halt schon an der Stelle ein krasser Vorteil. Vor allem, weil man auch das Medikit momentan noch so spammen kann. Man schießt auf den Gegner, geht in Deckung, heilt sich hoch, man schießt auf den Gegner, geht in Deckung, heilt sich hoch und so weiter. Das seht ihr auch häufig im Video, wie krass und intensiv ich hier die Medikits benutze und wie man die eben spammen kann. Der Medic ist wirklich keine schlechte Klasse und vor allem in Verbindung hier mit der Tommy Gun, das ist extrem. Das Ding ist wirklich stark, empfehlenswert. Freunde, lohnt sich freizuschalten, gönnt euch das Teil, upgradet das richtig hoch und ihr werdet den Spaß eures Lebens haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Vielen Dank dafür, dann verpasst ihr keine weiteren Battlefield 5 Videos. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch einen Daumen nach oben, ein dickes Like rausböllern. Vielen Dank auch dafür. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.